Kraftfahrer können aufatmen. Am Freitagnachmittag wird eine wichtige Verkehrsader in Zwickau für den Verkehr freigegeben. Die Rede ist von der Schedewitzer Brücke, umgangssprachlich auch als das Bermuda-Dreieck bezeichnet. Die bereits im Mai begonnenen Arbeiten im Bereich des Knotens Muldestraße, Wildenfelser Straße und der Schedewitzer Brücke sind dann termingerecht abgeschlossen. Die Fahrbahn befand sich in einem unzureichenden baulichen und für die Verkehrsbelastung nicht tragbaren Zustand. Spuren in den Lastspuren und Rissbildungen in der Asphaltdecke wiesen auf Materialermüdung des Bindemittels im Asphalt hin. Auch die Gehwege hatten bereits Risse und offene Fugen mit Bewuchs. Innerhalb von 9 Wochen wurden die Asphaltschichten der Fahrbahn auf einer Fläche von ca. 900 Quadratmetern erneuert. Außerdem mussten rund 1200 Meter Fugen geschlossen und ca. 920 Meter Markierung aufgebracht werden. Instand gesetzt wurden ebenso die Entwässerungseinrichtungen. Ab Freitagnachmittag ist der Knotenpunkt dann wieder aus allen Richtungen passierbar. Das Tiefbauamt der Stadt Zwickau bedankt sich bei allen Baubeteiligten für die gute Zusammenarbeit und das Verständnis der Verkehrsteilnehmer, die stadteinwärts größere Fahrwege in Kauf nehmen mussten.